Ich weiß nicht, wie lange es diese Sendung jetzt noch gibt, weil wir sind einer Sache auf der Spur. Das ist eine Verschwörung. Ich glaube also es ist ein ganz, ganz heißes Ding. Und zwar der geheime Dresscode der BRD GmbH. Ja, für die Sendung schon häufiger gesehen haben, uns ist etwas aufgefallen. Und Sie wissen, die Moderatorin muss ganz, ganz häufig das Gleiche tragen wie der Gast oder umgekehrt. Das ist uns aufgefallen. Ja, wir wissen jetzt noch nicht, wie das weitergehen wird. Bisher hat noch keiner diese beiden Damen hier getoppt. Ja, es ist so passiert. Wir nennen sie nur Hanni und Sanni, die lustigen Info-Zwillinge. Ja, und die beiden sind die absolute Königsdisziplin, an der sich erstmal alle anderen messen müssen. So, es gibt aber jetzt ein paar neue Indizien für unsere Dresscode-Verschwörung. Und zwar das hier haben wir mit Ihrer Hilfe über Instagram in den letzten Wochen gefunden. Zum Beispiel im ZDF bei heute. Fragen wir unsere Hauptstadtkorrespondentin Shakuntala Banerjee in Meseberg. Ja, noch leichte Fehler im Oberteil, aber die Farbe top. Ja? Oder auch hier bei den Tagesthemen, auch interessant. Sabine Rau hat das TV-Duell für uns beobachtet. Wer konnte in Ihren Augen mehr punkten? Siehste, aber auch bei Hallo Niedersachsen im NDR wird auf den Dresscode geachtet. Schauen Sie mal hier. Und Angelika Henkel ist uns jetzt noch zugeschaltet. Hier inklusive Frisur, das ist doch kein Zufall mehr, meine Damen und Herren. Ja, und hier die beiden Herren in der Tagesschau, gucken Sie sich das an. Heute im Studio Konstantin Schreiber. Wenn ich hier nächste Woche nicht mehr stehen sollte. Sie wissen Bescheid, ne? Was interessant ist, dann gibt es aber auch so ein paar schräge Vögel, die sich dieser Sammlung regelrecht anbiedern. Ja, die wollen sich da reinschleichen. Und die behaupten einfach, sie hätten die gleichen Klamotten an, obwohl das gar nicht stimmt. Übrigens, dass wir beide fast das gleiche Oberteil anhaben, das ist in der Tat ein absoluter Zufall. Das Einzige, was da gleich ist, es sind zwei Spacken. Aber jetzt mal ehrlich. Ja, also das eine ist blau, das andere ist türkis, das eine ist ein Polo, das andere ist ein Sweatshirt. Der eine kann es tragen und der andere sollte es sein lassen. Da ist nichts gleich. Ja. Und diese zwei Loser vom ZDF Breakfast Club versuchen sich tatsächlich in unseren Dresscode hier reinzuschmuggeln. Finde ich nicht in Ordnung. Ja? Ich könnte mir natürlich vorstellen, dass das Konsequenzen hat von den anderen. Ja? Wenn das gleich sein soll, meine Damen und Herren, sage ich Ihnen eins, dann war der Sprung von Knossi und Matthias aber sowas von synchron. Wahnsinn, Wahnsinn. So, was gab es sonst noch diese Woche? Oh ja, diese Woche ist ein Ruck durch Deutschland gegangen. Und zwar, naja, sagen wir mal durch Sylt. Und durch Kampen, Westerland und die Sansibar. Denn ich glaube, es hat sich langsam ausgeschampaint. Denn wir haben ja jetzt das 9-Euro-Ticket. Ja! Ja! Pam! Ja! Und endlich, wer fährt jetzt endlich auch nach Sylt? Ganz normale Leute. Ich kann mich an den Hinweg nicht mehr erinnern. Ich habe noch kein Meer gesehen. Ich bin seit 3 Tagen auf der Insel. Ich habe einmal rüber geguckt, aber ich war noch nicht mal einmal am Strand, Alter. Ich glaube, das schaffe ich auch nicht mehr. Mein nächstes Mal auf Borkum oder so, ja. Der fährt schon ans Meer, wenn man jetzt Sylt sein kann. Ja, danke Deutsche Bahn. Danke Bundesregierung. Aber hier, aber finde ich auch, den Spruch muss man sich auch einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Wer fährt schon ans Meer, wenn man auf Sylt sein kann? Oder? Ich glaube, das könnte ein Schild sein. Könnte das ein Schild sein? Ja, ich glaube, das ist ein Schild. Ich glaube, das ist ein Schild. Wer fährt schon ans Meer, wenn man auf Sylt sein kann? Das werde ich mir in asiatischen Schriftzeichen hier hinten in den Nacken tätowieren. Viele Schilder heute. Läuft gut. Gute Sendung. Gute Sendung. Seitdem die Masken weg sind, pam, 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 nur noch Schilder. So. Als ich den aber übrigens gesehen habe mit seinen Piercings, da ist mir sofort das Kaviarbrötchen in den Champagner gefallen. Ja, wer kennt das nicht?
wie ein Normalos beim Frühstück. So, ich glaube übrigens, der Bürgermeister von Borkum hat bei der Nummer sofort eine Erschütterung der Macht verspürt. Ja, und wenn jetzt noch der 9-Euro-Shampoo kommt, dann kann Sylt aber sowas von einpacken. Finde ich gut. Witzig ist ja, ich schätze mal, Sie alle wissen das, FDP-Chef Christian Lindner wird demnächst heiraten. Haben Sie davon gehört? Ja, er wird heiraten. Ja, ich frage mich auch, warum heiratet sie ihn? Aber mein Gott, Liebe macht blind oder Stockholm-Syndrom. So, und er hatte wohl aber nicht so ganz bedacht, als er vor ein paar Wochen seine anstehende Hochzeit von der Toskana nach Sylt verlegt hat. Er heiratet also auf Sylt. Nochmal für alle, auf Sylt. Und wenn Sie sich fragen, ja, aber wann denn? Am 9. Juli. Er heiratet am 9. für alle am 9. Juli auf Sylt. Ja, aber wo? In der Sansibar. Nochmal für alle am 9. Juli auf Sylt in der Sansibar. Und ich finde, das sollten wir alle feiern. Und weil wir ein Service-Magazin sind, laden wir Sie alle ganz, ganz herzlich ein am 9. Juli. Das ist ein Samstag, auf Sylt in der Sansibar mit Ihrem eigenen 9-Euro-Ticket hinzureisen, um mit Christian Lindner die unvergesslichste Hochzeit aller Zeiten zu feiern, sodass wir alle sogar Thorsten Legazonenriss vergessen. Wir sehen uns. Und falls Sie noch nicht wissen, wann Sie wo sein müssen, wir haben das nochmal in den Trailer gepackt. Am 9. Juli ist es endlich soweit. Europapokal! Viel besser! Das größte Live-Event des Jahres, präsentiert von TV Total. Die Hochzeit von Christian Lindner und Franka Lehfeld. Im intimsten Kreis der Liebsten sagt Christian seiner Franka: Ich liebe dich. Und jetzt kommt das Beste: Auch du kannst dabei sein. Hip, hip, hurra! Eigentlich wollten die beiden heiraten in Italien. Doch jetzt wurde die geile Sause verlegt nach Sylt. Das war ein Versehen. Quatsch, denn jetzt können wirklich alle mitfeiern. Du brauchst nur das 9-Euro-Ticket, viel gute Laune. Laufen! Geil! Und dann ganz entspannt 20 Stunden mit dem Regionalexpress auf die Insel der Schönen und Reichen. Und jetzt auch Ihnen hier. Hallo! Wir sind angekommen auf Sylt! Feiere in der Sansibar zusammen mit Stars wie Olaf Scholz, Friedrich Merz und natürlich ihm hier. Ist so. Partykönig Christian Lindner verspricht frei Champagner und Kaviar für alle. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Lindners Traumhochzeit am 9. Juli auf Sylt. Keine Anmeldung erforderlich, du stehst auf der Gästeliste. Heute wird gefeiert. So ist es, Chrissy. Und TV Total ist live vor Ort. Komm auch du vorbei. Das wird garantiert geil, also geil, Mann. Wir sehen uns dann da, oder?